Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier auf dem Marsch. Wir werden das erste Mal das Menü umstellen für Seasons. Und zwar gehen wir rein in die Einstellung und zwar Länge der Saison auf 6 Tage umstellen. Gucken wir vorher das Wetterbericht an. Wetterbericht ist. Nee, da nicht. Da, da auch nicht. Da. Also er meldet jetzt die nächsten Tage schön und am Mittwoch Regen. Gut, nett. Nehmen wir so einen Kauf und wir werden jetzt umstellen auf 6 Tage und mal gucken, ob das so. Ja, okay. Zurück haben wir schon gemacht. So. Jetzt haben wir 6 Tage. Wird sich auch eher umstellen. Aber wie gesagt, heute. Immer noch so passt. Tja, wir werden mal die Fahrzeuge alle jetzt reparieren und waschen und wegstellen. Ne? Wir gehen mit dem ersten Fahrzeug vorne. Über Nacht ist ein bisschen Schnee gefallen, obwohl es kurz vorher noch nicht so Fall war, also bevor ich geklatscht habe. Da war noch alles jo, nicht weiß. Und dann kurz vor der Aufnahme wurde alles weiß. Gut, ist dann halt so. Ne? Wir werden mal jetzt Maschinen waschen und reparieren. Und foltern. Packen wir gleich voll. Damit im Frühjahr oder im Sommer, in dem Falle mit dem Gerät, auch entsprechend voll loslegen können. Ne? Immer können wir gucken, was die Tiere gemacht haben. Ob die jetzt Bedarf an Futter haben. Hat sich gut aus. Auch gut aus. Kann man nicht meckern, das ist noch ziemlich voll und hier ist auch gut gefüllt. Also Tiere müssen wir heute nichts machen. Umstallen könnte man tun, ne? Hier auch mal, ne? Gut, jetzt waschen und reparieren. Das muss ja mal sein, weil das haben wir schon lange nicht gemacht. Sind ja nicht dazu gekommen. Die ganze Aussaat sollte ja erledigt werden, ne? Das haben wir jetzt getan. Den werden wir jetzt mal so komplett in die Halle reinfahren, also in der im Tor, ne? Die Schneidwerke liegen unter dem Dach im Fach. Da kann es sein, dass ich den nochmal später mal rausholen werde und die separat waschen werde. Kann. Na, kommst nicht rüber, Junge. Schwer gefrühstückt, ne? So, das wollte ich nicht. Ich wollte reparieren. Ja, das bin ja so Frühling. Beziehungsweise in dem Fall für den Sommer. Fertig haben, ne? Die wollen wir gleich mal zumachen. Und dann einklappen. Macht er schon, okay. So, mal gucken, welche alle am besten nehmen. Hier vorne sind Düngergeräte. Und Ballenpressen. Links ist Grastechnik. Das lassen wir so. Und diese Maschinen werden wir dann auch hier reinfahren. Ne? In diese Hallen. Ne? Wir haben ja, glaub, 3 Stück. Das passt. Da ist eine zum Maishäcksel drin. Ein Gewicht. Das Gewicht können wir bei Gelegenheit raushauen. Passt der auch rein? Mit Licht auch nicht besser, ne? Mal schauen. Mit Mais gibt es reinpasst. Sieht nicht so aus. Und gerade so. Gut. Mit Schramm. Okay. Der erste ist weggeräumt. Und dann mitnehme ich. Ist so schwer. So, das zweite Gerät.
Da haben wir ja dran zu tun. Und etliche Fahrzeuge. Aber die ersten waren die, die vorne sind, ne? Das machen wir auch gleich zu. Können wir ja vorher machen. Den tanken wir auch voll. Volles Programm. Sollen wir gleich mal reparieren und dann waschen, ey. Wird beinahe verkauft. Der Fall ist nicht so durchlässig, ne? Ich habe ja noch ein Lager viel Mais, wenn wir das machen, das verkaufen. Bis zum Frühling, also jetzt nicht gleich, also zum Frühling, ne? So. Parken wir in den nächsten alle rein. Also passen wir da mal rein. Ob die Pfeile. Ups! Wir haben ein bisschen glatt hier. Blitzeis. Und kein Allrad. So. Oder 7-8 wird irgendwie Kurzaufzeichnung gestartet. Eine ganze Weile so. Muss man nur halt beenden, dann kurz löschen. Wir haben zur rechten Zeit alles fertig gekriegt. Ne? Jetzt ist schön weiß alles. Aber mehr Schnee brauchen nicht kommen, weil finde ich gut, die Seemaschine wird getoppelt da, ne? Jetzt sind 100 Drittel. Die müssten längst verfault sein. Jetzt überleben die nicht im Frost. Ey, das ist noch enger. Das ist gemein. Das ist nicht gut. Das bringt mir all durcheinander den Plan. Dann muss ich die Schneidwerke woanders reinlegen. Vielleicht gegenüber der nächsten Halle rein. Die Halle wird schon nicht wegreißen. Wahrscheinlich. Dann kommen die hier rein. Die Schneidwerke jedenfalls. Ist ja auch okay, ne? Aber den einen, was ich dran kann, sei denn nicht rauskriege. Möglich. Aber gut. Das wäre nicht so tragisch. Ich glaube, wenn erst im Frühling oder im Sommer, Spätherbst, Weißgebiss, Spätherbst. Wir haben keinen Hanf ausgesät, kein Hopfen wahrscheinlich und für Mais. Mais haben wir noch nicht reingepflanzt. Ich habe da auch kein Feld vorgesehen für. So, nächste Gerät.
der ist schon sauber, ne? Naja, gut, fast. Der Rest ist noch da. Ansonsten hat er großen Durst. Sehr großen Durst. Der Schaden hält sich auf den Grenzen und wir gleich reparieren. Waschen brauchen wir eben nicht unbedingt. Nicht verkaufen. Wir sehen ja nichts mehr. Und da stellen wir schön in die Halle rein, ne? Jetzt rutsche ich hier. Muss ich noch zum Händler fahren und ein bisschen was holen, ne? Salzstreugeräte und so ein Zeug alles. Aber noch nicht so, noch nicht so dramatisch. So. Wenn er durchpasst, kann man dran lassen. Ansonsten müssen wir ihm abbauen. Aber was nix. Fett. Sag mal so, ne? So, runterheben und ich wollte das runterlassen und dann abfallen lassen, ne? So von der Höhe fallen lassen ist nicht, glaube ich, nicht so ideal für die Technik, ne? So, dann werden jetzt die Drescher alle weggeräumt, ne? Da kann hier noch der Glas rein, der große. Aber die werden wir erstmal schön waschen und reparieren, ne? Hier den großen hier. Dann die Flotte mit den kleinen Geräten. Großen Flug können wir hier rechts einstellen und dann die Gerätschaften halt so tacken wir mal. So viel Arbeit. Aber das muss gemacht werden, ne? Mal einmal aufräumen. Ist hier auch wichtig, ne? Hauptsache wir kriegen nicht so viel Schnee, wir so viel räumen müssen, ne? Entschuldigung. Wir haben noch Silage, oh. Naja gut, das rennt ja nie weg, ne? Ist ja an sich ohne blöde Arbeit, in Anführungszeichen, mit Silage. Vom Silo da reinzukriegen, alles in der BGH. Da muss ich mal sehen, wie ich am besten mal hinkriegen. Von der Zeit her. Ob die auch weggeht? Nee. Normalerweise schon. Aber würde vereisen, ne? Ich wollte reparieren.
Bei den Gerätschaften ist er meistens auch Verschleiß, ne? Also Flug und so, das ist eine starke Belastung. Und dann müssen mal irgendwann sicherlich ganze Teile ausgetauscht werden, ne? Weil die irgendwann ja immer kleiner werden. Ne? So, mal schauen, wo wir den am besten reinstellen. Wo Platz ist. Natürlich ist kein Platz. Drüben. Stellen wir hier mal rein. Vielleicht finden wir irgendwann mal einen anderen Platz. Aber hier können die Flügel gut rein. Da haben wir ja noch. So, das ist vorne eingebaut. Ja. Zurück. Bis wir den Eintrag da wieder gefunden haben, das dauert Ewigkeiten. Ja, hier müssen wir ein bisschen aufräumen. Aber mal sehen, wie wir hinkriegen. Wo es hinstellen und so. So, liebe Zuschauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und ciao, ciao. Jo. Morgen geht's weiter mit Aufräumen. Leider geht's nicht anders. Tschüss.